Hallo zusammen, Sapori Bats. Hey, der Woody hat einen neuen Film für euch. Und zwar geht es darum, viele haben gefragt, wie man das macht, wenn man das Bad aufstocken will. Im Volumen, einfach. Das Thema ist das. Ich tue, also da, der Spanterriss ist eigentlich darauf ausgelegt, der tut einen geraden Boden, jetzt hier gerade beim Mustang. Gerade Boden, immer am einfachsten, beidseitig gleich messen, zack, bumm, Leisten an, weiter erhöht und Schluss. Da bin ich schon angegangen und habe die Relbeplankung weiter runterlaufen lassen. Und da müsst ihr eigentlich gar nicht gross schauen, weil die lassen einfach bis auf die Platten runterlaufen, dass sie dann so lange wie die Füße sind, fertig. Und ja, that's it. Da könnt ihr eigentlich pro Zentimeter sind es rund 50 ja, pro Zentimeter sind es 40 Liter auf einen 12,6er. He? So, jetzt, wie macht man das? Eine Liste da. Zum mal, ihr könntet theoretisch vom Spant her, von der Spant aufhört, draufmessen, beidseitig gleich. Hier am noch nicht abgeschnittenen Füßli anzeichnen, that's it. Das ist eigentlich die einfachste Lösung. Ich mache es anders, ich mache es so. Ich tue mich das Holz nützen, das ich auf der Seite habe, und tue so eruieren, wo ich eigentlich die tiefste Stelle habe. Dann nehme ich ein Brett, lege das hier drauf. Also, ich muss jetzt da hinten zeigen. Gut, so. Dann und ich auf der hinteren Seite quasi da unterkant tue ich da überall am Spant, also an dem tue ich auf dann immer auf der gegenüberliegenden Seite, einfach jetzt zum zeigen, mache ich da einen Riss und ich mache da einen Riss, so, dann lege ich da auf die Seite, dann fällt der Meter bin wie immer, muss schon einen besorgen. So, also, und jetzt habe ich ja hier angerissen und jetzt tue ich vom Spant unten, wo eigentlich die Füße aufhören, tue ich aufmessen bis an den Riss hin. Da habe ich jetzt 14 mm und dann habe ich 16. Das liegt jetzt hier dran, dass die Rail weiter runtergelaufen ist wie die. Also, was nehme ich? Das Minimum. Gang da her. Schmeiß da rauf. Da haben wir. Ja, Stritze. Da auch. Dann zeichne ich hier 13. Entweder zeichne ich hier 13 mm an. Oder ich schreibe es hier an. 13 mm. So. Dann. Sind ja da die Aufstocklisten, die sind dabei, wenn man sagt, man will es aufstocken. Dann kommen die hier an, werden die dazwischen die greifen, zack, angezeichnet. So, abgeschnäffelt. Da in der Mitte müssen wir das meistens ausnehmen, müssen wir so ein Säckchen ausnehmen. Ich zeige es euch schnell. So. Wo ist der Riss da? So wie da, he? Da ist der Mittelspant, der Stringer. Dann werdet ihr müssen ausnehmen. Je nach Listenbreite natürlich und je nach Stach, dass ihr aufstockt. So, that's it. Da wäre die Art, also dann kommt er nachher da her, ist klar. Da sind wir 0, da haben wir gesagt, da haben wir 13. Da klemme ich dann da fest mit Klüppli. Da hinten tue ich da hinten den Meter an. Der ist ja wie. Missen unten nur, bis oben kannt die Liste, auch 13 mm, zack, bumm, da gibt sich dann. Dann ist es schön parallel. Wenn ihr jetzt sagt, das ist mir zu mühsam, das schießt mich an, ich muss zu viel messen und ihr habt hier auf der Seite genug lang gelassen,
Dann könnt ihr zum Beispiel alle Listen, die ihr aufstocken, die ihr den Aufstock macht, könnt ihr auf die gleiche Breite schneiden. Das heisst, könnt ihr mir auch sagen, kann ich euch machen. Oder kommen wir mal am Samstag vorbei und besprechen das. Das heisst, ihr könntet theoretisch dann nachher die Füßli alle bündig gespannt abschneiden. Das sind da die Befestigungsfüßli, die da, die überall vorstehen jetzt da noch. Das da. Bündig abschneiden. Und dann setzt ihr die Liste drauf auf. Das geht auch. Dann sind ihr hundertprozentig sicher, dass es parallel ist. Und dass ihr überall den gleichen Rocker habt. Auch der Mustang, der hat einen Rocker. Was brauchst du? Das läuft die Geschichte nicht. Das ist auch eine Möglichkeit, die ihr machen könnt. Hier in der Mitte dasselbe, überall da auf den Stringer drauf, so eine Liste drauf. Fertig. Das bedingt aber, da müsst ihr darauf aufpassen, weil dann machen wir den Teil unten durch und das Deck machen wir vorher. Also auf der Seite genug weit unten anfangen mit der ersten Rail-Liste. That's it eigentlich. Das ist der ganze Gag. So. Ich bin schon fast fertig. Ich habe da noch ein paar Verstärkungen hier gemacht, weil beim Mammutholz ist ein kleines Thema. Da hat es halt, ich habe die ganzen Äste, die verwachsen schön, die habe ich drin gelassen. Dort, wo ich aber einen Ast habe, an einer heiklen Stelle, wie hier zum Beispiel an einer Rail, da habe ich da hinten durch, habe ich einfach so eine Liste drüber reingeklebt, auch dass ich dann, dass der Ast nicht verreist, dass er eigentlich bleibt. Oder, was ihr auch machen könnt, ist da überall, wo noch Äste habt, von deiner Seite oder sonst irgendwie, wo ihr das Gefühl habt, oh, da brauchst du noch etwas, könnt ihr Epoxy anmachen mit einem Pinsel und dann etwas ausstreichen. Dann geht das auch. So. Da habe ich für den Turtle-Handle habe ich da schon die Isolation gemacht, den Foam geschnitten. Genug lang alles zusammen. Dann kommt da noch ein Lüfterplug rein. Ganz hinten habe ich Dings gemacht. Ich kann euch dort nicht rausnehmen. Einfach da vorher reinkleben. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht die Form haben, die blauen da, die kommen da überall beim Baugeschäft. Die haben immer tonnenweise Abfälle gesehen, da ist auch einer, da sind sie x-mal drauf rumgestanden, es hat Löcher drin, das macht aber nichts. Wenn ihr da die dicken, die Zehnerklötze nehmt, dann 10 Stutz in die Trinkgeldkasse, dann könnt ihr da einen grossen Block mitnehmen und von dem könnt ihr immer wieder etwas abschneiden. Das ist wirklich einfacher, wie da irgendwo einmal in einen Baustoffmarkt geht, wir sind nämlich dort viel zu teuer. So. Ja, was ist noch zum Sagen? Innen durch tue ich ihn mit einem Parkettlack rauslackieren, einfach, dass er ein bisschen gegen die Feuchtigkeit ist. Parkettlack insofern, weil der ist eh noch wasserfest. Ihr könnt auch einen normalen Spraylack nehmen, reinhebeln, fertig. Das Thema stäubt dann überall raus und das ist so ein bisschen doof. Speziell jetzt an dem, da bin ich jetzt am Ausprobieren, also ich habe es schon mal gemacht, aber es war dort mal ein bisschen andere Bauweise gewesen. Ich habe jetzt den so aufgebaut, wie wir eigentlich immer aufbauen haben. Und jetzt steht eigentlich der Rand, der steht überall noch zu viel vor, respektive der Rand ist übertrieben so. Und das sollte ja eigentlich winklig zu dieser Fläche sein, zum nachher, wenn er verleimt. Jetzt tue ich nachher überall da die Füßli abschneiden, zack. Und dann kann ich eigentlich mit dem Hobel da eine gerade Fläche hobeln, bündig überall auf das da. Dort nicht voll abhobeln, dass sie hundertprozentig genau sind. Tönt so mit etwa 20 Grad nachher ein grosses Schleifbrett nehmen und dann hier noch so die Zwischenräume hier wieder von Spann zu Spann schön gleichmäßig auslaufen lassen und ausschleifen. Wir müssen einfach immer schauen, dass ihr dort und hier nicht zu weit abschleift. Die Referenz ist immer die Liste hier oben oder wenn ihr das nicht macht, keinen Aufstocksatz drin macht, dann ist es spannend.
der ist die Referenz. That's it. Und ja, so wäre es eigentlich das. Mehr ist nichts zu sagen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt oder im Blog, im Woodboard Shaper Blog, auf dem Facebook. Ich habe eine Pause gehabt, habe nicht mehr so viel gemacht, habe noch müssen gewisse andere Sachen machen. Aber es wird jetzt nach und nach wieder etwas geben. Und mit dem will ich eigentlich noch in diesem Jahr aufs Wasser. Da bin ich eigentlich auch dran. Ich habe da schon komplett den Boden. Steht da alles ein bisschen voll. Den kompletten Boden habe ich schon verleimt. Also auf die ganze Länge, auf die ganze Breite. Kommt nachher drauf, Tagbaum. Wird vorab da mit 5 mm Übermaß an der Kontur noch angezeichnet, dann mit der Stichsäge ausgeschnitten und dann kommt das drauf mit Gewicht, alles zusammen wird das drauf geklimmt und dann sind wir dann schon relativ weit. Und machen wir zwischendurch immer mal noch ein paar Bilder, dass ihr auch seht, wie es da mit dem Custom Mustang aus Mammut, komplett aus Mammut weitergeht. Gut, wünsche euch schöne Bauzeit, euer Woody. Ciao, ciao.